irgendwo schon mal was von Nela gehört, was sie so im, Nela macht im Internet, so, ne? Und was sie so schon erreicht hat. Und was sie ja erreichen kann, so. Das ist so ein Größenwahn. Also, um Gottes Willen, das ist anders dämlich, was sie da gemacht hat. Ein einziges Mal habe ich Nela kontaktiert, weil ich wusste, dass sie an Informationen rankommen über ein Video, das ich machen wollte. Und ich werde natürlich nicht ins Detail gehen, ne? Und ich fragte sie halt so, hey, hast du da vielleicht irgendwelche Materialien, weil ich weiß, das Thema bearbeitest du auch. Und sie, oh, komplette Eskalation. Also ich habe wirklich, und ich war so, okay, das Thema ist mir doch zu heiß. Das sind zu viele Informationen. Ich danke für deine Hilfe. Und dann bin ich ganz langsam, ohne zu blinzeln, bin ich rückwärts aus dem Gespräch wieder raus, so. Junge! Es gibt Menschen, mit denen legt man sich nicht an und Nella gehört auf jeden Fall dazu. Junge! Ich war wirklich überfordert mit den ganzen, mit der Masse an Informationen, die ich bekommen habe. So war so. Und es war ein normaler, ne, Request auf Augenhöhe. Einfach nur, weil ich wusste, sie recherchiert zu einem Thema und da dachte ich mir, kannst du ja mal fragen, so, vielleicht antwortet sie ja. Und es war so, ja, hier kein Thema, so super nett, ne, wirklich Ehre an der Stelle. So, und das war ein netter Request, ne? Das war kein, ich instrumentalisiere dich hier und steche dich in den Rücken oder sowas. So, das war das nicht. So, man stelle sich vor, was die machen kann, wenn sie, ich will nicht mehr. Ich habe allein durch meine Reaction auf das Thema habe ich Angst vor ihr. Ich habe generell Angst vor Nella. Nella ist gefährlich. Nella ist anders. Anders doll. Mann gut. Wir sind hier alle aufrechte, gesetzestreue Bürger. Und gut.